Willkommen zurück bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens für die PS1. Jo. Wir wissen das Passwort nicht, also gehen wir jetzt mal Hermine suchen bei die Mrs. Know-It-All, wie Snips immer gerne nennt. Wird das Passwort ja wohl kennen. Ich weiß gar nicht, warum Hermine das so aufgeregt hat, dass die immer Mrs. Know-It-All genannt wurde, also Mrs. Alleswisserin. So. Sie weiß doch alles. Verstehe ich nicht. Ich wäre glücklich, alles zu wissen. Dann könnte mir niemand etwas vormachen. Ich kann... Zwar gibt die Hälfte der Sachen aus den Büchern wieder, aber... Ach, guck mal, da ist Hermine. Für Hermine gehen wir aber erst nachher. Gehen erstmal woanders hin. Schön, wir haben schon 100 Punkte für Gryffindor in den ersten 5 Minuten. Das ist aber auch nicht gerade schwer, muss ich ja zugeben. Gehen wir mal hier durch den Geheimgang durch. Ach ja. Nein, 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 nein. Mag die Musik einfach. Ach, guck mal, da sind auch noch Bücher. Sind wir bei 105 Punkte? Ich habe es im Auge, das nervt. Ach, guck mal, da ist noch ein Geheimgang. Oh, das ging aber schnell. Da ist noch ein Geheimgang. Nein, nicht runter da. Halt mal ein bisschen die Klappe, damit ihr die schöne Musik genießen könnt. Sollen wir wetten, dass da oben Harry Potter ist? Harry Potter. Ich wusste es. Weiß gar nicht, haben wir sowas wie... Harry Potter. Ah. Der Junge, der überlebte. Oh, hier gibt's ein Zeugnis. Quidditch-Training, Gründerzauberer-Duelle, Kräuterkunde, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Okay. Warte, halt, stopp. Was haben wir denn noch für Karten? Harry Potter Felix Summerby, Erfinder des Aufmunterungszaubers. Oh ja, den bräuchte ich echt. Dorcas Well-Beloved, Gründerin der Gesellschaft für verzweifelte Hexen. Yardley Platt, Goblin-Serienmörder. Bertie Bott, Erfinder der Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Ich glaube, die Karte habe ich sogar hier liegen, irgendwo. Hengist von Woodcroft, gründete das Dorf Hogsmeade. Oh, cool. Montague Knightley, Zauberer-Schachmeister 1506 bis 1588. Gut zu wissen. Aber uns fehlen noch ein paar Dinger. Ich habe rechts an der Seite die 4 Stück. Die waren, glaube ich, vielleicht kriegen wir die dieses Mal hin, alle. Alle Karten zu sammeln. Ich glaube, dann, wenn du das Game fertig hast, kannst du, glaube ich, nicht nochmal in Hogwarts rumlaufen, um die zu sammeln. Was ich immer schade finde. Ich finde das cool, wenn du irgendwie danach nochmal durch die Gegend laufen kannst und dir die Sachen einverleiben kannst. Warte mal. Da waren wir gerade drinnen gewesen. Genau, da war ich gerade drinnen gewesen und hab die Karte geholt. So, sind wir einmal raus. Da sind wir einmal rum. Dann gehen wir mal wieder zurück.
Ich glaube, wir waren überall. Ich glaube, wir können zu Hermine gehen. I think we can go to Hermie. Hier sind wir einmal rumgelaufen. Ich bin nur einmal sicher, dass wir irgendwie nichts zu verlieren haben. Oder irgendwas vergessen. Da steht Hermine. Ach, guck mal, hier ist noch eine. Guck mal hier. Ah, noch mehr Bücher. Ich freue mich. Alter, wir haben schon 125 Punkte. Ich freue mich schon auf die Punktevergabe. Also dieses Jahr wird uns Slytherin auf jeden Fall nicht schlagen. Wenn wir so einen geilen Start haben. Also sagt diejenige, die hier in den Slytherin-Cosplay sitzt. Ich finde, grün steht mir gar nicht. Ich habe heute mal versucht, grünes Augen-Make-up drauf zu machen. Ich finde, grün ist eine der Farben, die steht mir überhaupt nicht. Ich sehe mich damit immer dreckig aus. Ob ich ein Jadegrün echt mag. Nein! Harry, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr, du und Ron, so verantwortungslos seid. Ihr hättet sterben können. Ach, oder noch schlimmer, von der Schule verwiesen werden. Als ob die Harry Potter von der Schule verweisen. Das Passwort für die fette Dame ist Bartvogel. Das hättet ihr natürlich gewusst, wenn ihr pünktlich zur Schule gekommen wärt. Harry, denk dran, immer mal wieder dein Zeugnis anzuschauen. Hermine, und du müsstest das wissen, wenn du wüsstest, dass wir zweimal gegen die Wand gerannt sind. Gott, besser ran. Du bist eine Schande für dein Haus, Slytherin. Ich bin aber nicht in Slytherin, ich bin in Gryffindor. Immer noch. Ich bin kein Slytherin. Anscheinend ist keiner vorbeigekommen. Harry, wir müssen zum Gemeinschaftsraum. Passwort? Bartvogel! Hey, wir sind drin da. We got it. Geschafft. Scheinbar gibt es in diesem Jahr Hauspokale für Leistungen in Kräuterkunde und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wäre doch toll, wenn Gryffindor beide gewinnt. Auf geht's, ihr zwei. Kräuterkunde fängt an. Ihr wollt doch nicht zu spät kommen. Wie habe ich sie vermisst. Los, Harry. Ja, das machen Hast wir aber nicht jetzt. Hast du schon vom geheimen Gründer-Duellier-Club gehört? Hinter uns ist eine Statue. Nur bei dieser Statue findest du den Eingang zum Gründer-Duellier-Club. Gewinne jedes Hausduell und du bekommst eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer der Gründer von Hogwarts. Sammle alle vier und du kommst in den ganz besonderen Gründerturm. Niemand hat je alle Hausduelle gewonnen und ist in den Gründerturm gelangt. Wir wollen einfach wissen, was dort verborgen ist. Jetzt kommt es auf dich an, Harry. Wir sind davon überzeugt, dass du alle Duelle gewinnen kannst und die Bildkarten der Gründer gewinnen wirst. Um eines der Duelle zu starten, benötigst du eine bestimmte Anzahl Bildkarten berühmter Hexen und Zauberer. Jeder weiß, dass man in ganz Hogwarts Bildkarten von berühmten Hexen und Zauberern finden kann. Aber leicht ist das nicht. Und deshalb bieten wir dir 5 zum Kauf an, Harry. Wirklich ein guter Tausch, Harry. Du gibst uns 50 Bertie Bott's Bohnen in allen Geschmacksrichtungen und wir geben dir eine Bildkarte von berühmten... Klasse! Ignatia Wildsmith. Klasse! Greta Ketchlove. Klasse! Chauncey Oldridge. Klasse! Herb oder Üble.
Ich weiß, warum ich am Anfang so viele Bloody Botsbohnen gesammelt habe. Klasse! Paracelsus. Leider musst du selber nach... Okay, wir gehen mal gucken. Man kann ja mal gucken gehen, oder? Für die erste brauchst du 10, für den zweiten 20? Oder so? Oder 15? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so ist um den Dreh brauchst du auf jeden Fall. Lebendo! Da ist mein Bruder auch rüber. Dahinter ist der Gründer Solier Club Raum. Aber da kommen wir nicht rüber, wenn wir kein. Wie ist der Zauberspruch, den ich noch vorhin gesagt habe? Ach, ihr wisst, welchen ich meine. Ach, guck mal, da sind unsere Porträts von letztes Jahr. Sind das die von letztes Jahr, oder? Ich weiß gar nicht, wo fange ich denn an? Hier? Viel Glück, junger Gryffindor. Du wirst es brauchen. Oh, wir können direkt rein. Wir können direkt rein. Das ist ja schön. Hufflepuff-Duellierturm. Hufflepuff, du wirst jetzt in den Boden gestampft. Du hast mich also gefunden. Den Hufflepuff-Zauberduellmeister. Ist doch nicht so schwer. Niemals wird ein Gryffindor mich schlagen. Ich fordere dich zum Duell. Bereit? Duelliert! Der Kampf beginnt. Beide Spieler greifen sofort an. Au. Jetzt wird's wirklich spannend. Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Aber Potter reagiert prompt. Oh! Und die erste Runde geht an Potter! Sag ich. Ich stampfe euch in den Tisch. Bereit? Duelliert! Auf geht's in die zweite Runde! Au! 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 Jetzt wird's wirklich spannend! Au! Aber Potter reagiert prompt. Au! Expelliarmus, Bitch! Expelliarmus! Das war ja leichter als gedacht. Mensch, Harry, du hast gewonnen und dabei meinen Zauberstab ruiniert. Hier hast du eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Du hast sie verdient. Hey! Helga Hufflepuff. Ach, ich mag diese Grafik. Ich liebe diese Grafik. Mir ist gerade das Herz stehen geblieben. Ich habe gerade gedacht, das Spiel hat einen Fehler. Oh, ich würde kotzen. Hey! Ich glaube, für den zweiten brauchst du 20 Bildkarten oder so. Glückwunsch, junger Freund. Es ist schon ein Kunststück, wenn man den Hufflepuff-Zauberduellmeister besiegt. Nicht wirklich. Sieh an! Ein Gryffindor will sich duellieren. Ich brauch 20. Du verschwendest. Aha, ich brauch 20. Und wie viel brauche ich für dich? Komm schon. Oh, bei dir passt's. Okay. Bei dir passt's. Was haben wir denn jetzt? Jetzt müsste Ravenclaw, glaube ich, dran sein. Ravenclaw. Genau, und dann kommt Slytherin. Ja, sag ich doch. Irgendwo mitten im Wald. Natürlich. Es ist sehr vertrauenserweckend, diese Arena. Herzlich willkommen in der Ravenclaw-Duellier-Arena, Harry Potter. Ich bin der Ravenclaw-Zauberduellmeister. Hab gehört, du bist ein harter Brocken. Aber lass dir gesagt sein, mich haben nur wenige besiegt. Also dann, auf geht's! Bereit? Duelliert! Beide Duellanten finden sofort in den Kampf. Ah. Ah. Au. Au. Gute Aktion von Potter. Ah.
Und die erste Runde geht an Potter. Bereit? Duelliert. Auf geht's in die zweite Runde. Au! Au! Ah! Au! Au! Ah! Ah! Gute Aktion von Potter. Au! Expelliarmus! Expelliarmus! Oh, du hast mich besiegt, Harry. Ja, kein Wunder, ich bin Pass ja auch auf, da verschwindet mein Zauberstab. Das war gut, Harry. Und du bekommst dafür diese Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer. Rowena Ravenclaw. Warte mal, ich gewinne doch gar nicht gegen den... Ich spiele doch gar nicht gegen den Gryffindor. Wie kriege ich denn Godric Gryffindor dann? Muss ich ja dann auch gegen den irgendeinen Gryffindor nachher spielen, wo ich die dann kriege. Bin ich aber gespannt. Ich habe jetzt 7, 13, 14, 15 Griffe. Sehr gut, Harry. Ich bin beeindruckt. Sie verlassen den Raum als Sieger. Ich bin mal gespannt, ob Sie den Slytherin-Zauberduellmeister besiegen. Klar, aber dafür fehlen mir Karten. Und zwar sie 6 Stück. Da müssen wir dann ein anderes Mal nochmal hin. Aber was ich mal eben mal machen will, ist einmal... Nein! Nicht bewegen. Hallo, danke. So. Ich muss ja ein paar Fotos machen. Ja. Schön, dann gehen wir jetzt zur Kräuterkunde. Ich weiß gar nicht, wo die alle mehr liegen. I don't know, wo die alle liegen. Wow, der Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Ich mache ein paar Fotos und schicke sie meinem Dad. Schau dir mal mein Fotoalbum an, Harry. Es liegt auf dem Tisch. Meine Fotos sind keine nicht magischen Fotos. Sie sind Magie. Ich sag dazu jetzt nichts. Los, Kräuterkunde findet in einem der Gewächshäuser draußen. Das ist die Bibliothek gewesen, da wollen wir aber, glaube ich, nicht mehr rein. Ist das nicht einfacher, wenn wir anders herumlaufen? So geht das dann nicht schneller. Ach, guck mal da. Hier sind mein Bruder und ich am Anfang mal vorbeigelaufen. Hier ist nämlich eine versteckte Tür. Eigentlich ist das nicht gut, am Anfang so viele Punkte zu holen. In keinem Suchti. Ach, guck mal, da ist eine Bildkarte. Die Mucke ist mal wieder bedrohlich, as fuck. Wo gehen wir hin? Gehen wir jetzt nach links oder nach rechts? Wir gehen aber jetzt mal dahin. Ravenclaw! Das ist eine Riesenratte. Ach so, für die Ratten kriege ich dann keine Punkte oder was? Das ist ja frech. Das ist frech. Ich hab zwei Riesenratten besiegt und krieg dafür keine
Punkte ab. So, keine Punkte für das, ja. Durch hier. Hi. Ja, komm hoch. Okay, wenigstens habe ich für die beiden Punkte gekriegt. Ah, da ist die Tür auf. Was kommt da jetzt? Ein Riesenritter oder so? Da kommt da einfach nur ein Scheißhebel. Ja, klar kommt ein Ritter. Natürlich steht da draußen ein scheiß Ritter. Shingleton. Ich glaube, ganz am Ende können wir uns nochmal die Karten angucken, die wir alle gesammelt haben. Ich mache die jetzt nicht auf. Warte mal, die Vorderhalle. Ach, da ist die zur Tür. Wir müssen raus, um zu den Gewächshäusern zu gelangen. Wenn wir nach draußen gehen, sollten wir uns von der peitschenden Weide fernhalten. Oh, erinnere mich bloß nicht daran. Ich weiß gar nicht, was sie gegen die peitschende Weide hat. Die will auch nur Liebe. Die will auch nur Liebe. Muss doch die Punkteverleihung kommen, oder nicht? Ländereien! Nee. Oh, ich liebe die Musik. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.